Spitzenkandidat der Bierpartei. Bald ist es ja soweit, die erste Hochrechnung bzw. Trendvorhersage kommt. Was ist, wenn es mit dem berühmten Ziel für 5,2% nicht reicht, sondern nur für einen Radler? Bleiben Sie dann in der Politik oder haben Sie dann vor, wieder in den angestammten Beruf zurückzugehen? Prinzipiell muss man sagen, dass ich die Wahl eigentlich schon heute in der Früh gewonnen gehabt habe. Wenn man sich so anschaut, welche wahnsinnigen Budgets von den etablierten Parteien da rausgepulvert werden und mit was ich mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Team für Furore gesorgt habe. Also das Ergebnis ist eigentlich, wie der Hans Krankl sagen würde, Hauptsache wir gewinnen, alles andere ist primär. Es ist wurscht. Wir feiern heute. Ja, und es war erst ein Startschuss für die Bierpartei. Stichwort, Sie haben es ja schon erwähnt, Sie waren höchst erfolgreich auf Social Media, sind die Partei mit den meisten Interaktionen, obwohl Sie nur relativ wenig Geld in die Hand genommen haben mit 200 Euro. Was erhoffen Sie sich wirklich? Bleibt es bei den 5,2? Ist das ein Schmähprozentsatz oder haben Sie wirklich die Hoffnung, dass Sie so weit kommen? Ich gehe total schmerzbefreit an die Sache heran. Ja, das, was es ist, ist es am Ende. Ich habe mit diesem Wahlkampf international für Furore gesorgt. Es gab Presseberichte bis nach Argentinien. Selbst wenn jetzt, wenn sich die Anzahl der Zustimmung im Internet noch nicht direkt auf Wählerstimmen umlegen lassen wird, ist natürlich extrem viel Aufmerksamkeit jetzt auf dem Thema Bierpartei und ich habe jetzt Zeit, aus den Fans wirklich auch Wähler zu machen und die nächsten Wahlen kommen dann bestimmt. Übrigens, die 200 Euro, die Sie angesprochen haben, das waren Abgaben an die Stadt Wien fürs Aufstellen von meinen 13 Plakatständer. Ja, das war für uns alle. Ja. Und wenn Sie jetzt tatsächlich die 5%-Marke überschreiten, sind Sie dann überhaupt aufgestellt? Haben Sie ein Team? Ich bin gut aufgestellt. Gegen 21 Uhr wird es wahrscheinlich schwieriger mit dem Aufgestellt sein, weil die Feierei wird heute groß. Aber ja, ich habe gute, fähige Leute und ich scharre quasi schon in den Startlöchern, um das Ganze, diese Kraft, die jetzt im Internet und auf dem Thema Bierpartei drauf ist, auch wirklich in politische Arbeit Arbeit ummünzen zu können. Sie sprechen ja immer das Kulturthema an, das ist Ihnen sehr wichtig. Wie schaut es dann eigentlich mit anderen Themen aus, wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit? Ja, sagen wir mal so, ich glaube, der Zuspruch zur Bierpartei ist auch deswegen so ein massiver, weil der Typus Politiker bei den Leuten irgendwie schon durch ist. Ja, es ist dieses Herumreden, wo dann im Endeffekt niemand mehr genau weiß, was in dem ganzen NLB-Gequagel da drin war. Ja, wenn Sie mich jetzt konkret auf Gesundheitsthemen ansprechen, ja, dann kann ich Ihnen sagen, ich bin Mediziner, ja, aber jetzt Gesundheitspolitik, da werde ich mir Experten dazu holen, ja, und das mit meinem Wissensstand abgleichen und wirklich ein profunderes Programm erarbeiten. Das, was wie mein genereller Gedankengang auf Themen hin ist, das habe ich versucht, den Menschen in diesem Wahlkampf mitzugeben, weil ich nicht aus einer One- oder Two- oder Three-Man-Show ein Programm erarbeiten kann, wie es eine SPÖ hat. Ja, das ist ja rein logisch überhaupt nicht machbar, aber jetzt warten wir mal den Wahltermin ab und es ist auf jeden Fall alles drin, glaube ich. Ja. Wenn es tatsächlich zum Einzug kommt, mit wem würden Sie am liebsten koalieren? Hoffentlich mit niemandem. Ja. Alleinregierung? Alleinregierung oder Oppositionsführer. Könnte ich auch gut, glaube ich. Ja. Herr Dr. Marco Pogo, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Danke.